Oh Mann, freue ich mich schon auf diesen Friseurtermin. Das Behinderte ist jetzt, ich muss jetzt wegen dem Verkehr und wegen den paar Terminen, die ich noch habe und weil Tim auch noch was zu tun hat, muss ich jetzt in die Stadt zu Tim fahren, ihm diese Dokumente übergeben. Hat was mit unseren Rechnungen, unserer Buchhaltung zu tun, die Dokumente. Dann bringt er sie zur Bank, ich muss wieder nach Hause fahren, muss dort noch ein bisschen Shit erledigen. Und dann muss ich nochmal in die Stadt fahren zum Friseurtermin. Was für eine Scheiße, aber naja, so ist es nun mal. Ich finde sowas so geil, wenn ich einfach Musik höre und dazu direkt ein Bild im Kopf habe. Das ist einfach so, das bindet so krass. Ist es bei euch manchmal auch so, dass ihr so einen Song hört und so denkt, Alter, ich habe genau das dazu im Kopf. Yo, liebe Leute, ich habe Tim jetzt gerade geschrieben, dass er rauskommen soll. Ich hatte mal einen Kommentar gelesen, yo Mann, leg mal die Kamera beim Autofahren weg. Auf jeden Fall eine richtige Bemerkung, muss ich sagen. Aber ich muss gleichzeitig diese Bemerkung wieder erwidern, weil diese Kamera, also das ist jetzt nicht so wie ein Handy, dass man sagt, oh Alter, das lenkt übel beim Fahren ab. Ich halte die einfach, ich habe ein Automatikauto, das heißt, ich fahre einfach nur mit einer Hand, fahre ich sowieso eigentlich fast immer nur mit einer Hand. Klar, ist jetzt auch nicht ganz vorbildlich, aber ich passe schon auf so, wenn es ein bisschen stressiger wird, fahre ich natürlich mit beiden. Aber ich kann die Kamera hier so halten, als würde ich so ein Getränk halten. So. Also es lenkt mich nicht mehr ab, als würde ich ein Getränk halten und das hier während der Fahrt trinken. Ich halte es immer so, ich gucke ja auch auf die Straße die meiste Zeit, wenn ich fahre. Ich gucke manchmal so rüber, aber das war es dann auch schon wieder. Also das heißt, das ist jetzt nichts, was mich großartig davon ablenkt, mich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren. Also alles gut, liebe Leute. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Timothy G. Eine leere Straßeneinfahrt. Schauen wir mal, wie lange er braucht. Tim Gabel, einen kräftigen Applaus, meine Damen und Herren. Wir müssen unbedingt mal wieder zusammen einen Trainingsvlog machen. Ich habe ja jetzt im letzten, habe ich ja ein bisschen Training hochgeladen mit den Jungs. Aber auf jeden Fall mal wieder was mit Tim zusammen. Der hat ja gerade seinen Schützling am Start. Also könnt ihr auf jeden Fall mal wieder beim Tim vorbeischauen. Der ist wieder aktiv geworden, der Junge. Ja, gell, das fragen mich auch. War voll lustig gestern so. Ja, Tim, ja, machst du überhaupt noch Videos? So, ich so, ey, Alter, Digga, ich habe viel Videos gemacht. Ich, ihr guckt alle nicht. Echt, ich muss gucken. Für Tim und mich geht es jetzt erstmal kurz durch die City. Wir holen uns einen Smoothie. Ich habe mich jetzt doch entschieden, dass ich nicht nochmal nach Hause fahre, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Bei der Uhrzeit und bei dem Verkehr. Du überhaupt bist keinen zwei Sinn. Stunden daheim und hast einen Termin verpasst. Deswegen bleiben wir jetzt kurz in der Stadt, holen uns eine Kleinigkeit zum Essen, trinken noch einen Smoothie und dann geht's zum Freezer. Alter, wir sind solche Missgeburten und ich feier. Liebe Leute, dann haben wir es auch mal wieder geschafft, die Hand zu wechseln mit dem Smoothie, weil man nichts frei hat. Also, Smoothie ist geholt. Wir laufen jetzt ein bisschen durch die Stadt. Was? Also, Kopfhörer, ich höre hier auf dem Kopf, du hörst gar nichts mehr. Ja, dann lass. Ist richtig nice Wetter heute. Was sieht denn sonst aus in Stuttgart? Ach ja, wie schön, Alter. Wunder, wundervoll. Wir gehen jetzt jedenfalls erstmal zu Tim, seinem Friseur, und fragen mal dort nach, ob der einen Termin für mich frei hat. Und den Mann, kurz halt einbinden. Oh, ey, Alter, shit, Alter, ich bin im Struggle, Digga. Ich kann ein Bild machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Dann hau mal einen Pick raus, Digga. Alter, nein. Du bist jetzt unbedingt zum Friseur, damit ich nicht mehr so scheiße aussehe, oder? Du siehst immer gut aus. Alter, Digga, übelstes Kompliment, Alter. Oh, danke dir. Ob ihr mit dem Blog drin seid? Oder Vlog oder? Auf keinen Fall seid ihr da drin. Es ist Zeit. Ey Leute, ich wünsche euch was, haut rein, wir sehen uns, gell? Ciao, ciao. Was geht ab, servus? Können wir ein Bild machen? Auf jeden Fall, Digga. Willst du in den Vlog rein? Ja, warum nicht? Was geht ab, liebe Leute? Die nächsten beiden Kollegen sind am Start. Süße Pärchen. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für ein Bild und dann geht's. Ab zwei doch auch. Ab zum Friseur. Oh, scheiße. Der Typ war gerade schon am Start, hat mich verfolgt und hat seinen Kollegen mitgebracht, ja, der jetzt auch mit am Start ist. Und wir haben Starbucks hier. Willst du gerade ein Placement auf meinem Channel machen? Ja. Alles klar, Leute, wir sind weiter, gell? Jungs, haut rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Jungs, Grüße gehen raus an euch, Mann. Ey, aber warte mal ganz kurz, nur für die Zuschauer hier. Guck mal, die zwei Jungs haben mehr Stil als ich in diesem Moment gerade. Das ist wirklich so, ja? Das ist halt die Wahrheit. Jungs, ihr seid der Shit, Mann. Ihr seid der Shit. Ciao, Digga. Wir haben, glaube ich, gerade eine knappe Dreiviertelstunde über die Königstraße gebraucht. Leute, ihr seid einfach nur crazy. Ohne Scheiß haben wir halt echt. Wie immer, liebe Grüße gehen raus an alle, die am Start waren. Und ich bin bei Snaps voll oft. Ey, Digga, mir passiert in letzter Zeit übel oft, dass ich mich verhaspel. Das ist unglaublich. Ich lass aber drin. Alles klar. Wir sind jetzt hier gerade in einem Pasta-Laden. In einem Pasta-Laden? Wir brauchen nämlich jetzt unseren Kakao. Ihr müsst euch auch vorstellen, dass das ein unglaublich stressiges Leben das hier ist. Wir laufen über die Königstraße, werden gefeiert, gehen zum Friseur, danach gehen wir was essen, dann gehen wir wieder über die Königstraße, werden gefeiert und gehen nach Hause. Was für ein krasser Arbeitstag. Ja. Jetzt gibt es erstmal richtig fett Nudeln für die Carbs und nachher noch irgendwelche Proteins rein. Wir sehen uns später. Wenn ich vloggen will und wenn du gleichzeitig vloggst, dann vlogge ich nur deinen Vlog, verdammt. Hey, kannst du mal bitte aufhören, meinen Vlog zu unterbrechen? Fick dich! Wie sieht das Ganze aus? Da freue ich mich drauf. Hier ist gerade Lazzo.
Ich find's voll lustig, wie das immer dein Ohr fokussiert. Der Autofokus, kein Scheiß. Ja, dieses, die hat neue Funktionen. Ohrenfokus. Wie schlecht war der gerade? Schon ziemlich scheiße, aber du siehst gerade ganz gut aus. Sag doch einmal Fanler. Fanler. Und irgendwelche fünf DJ Khaled. Business is booming. Business is booming. Business is booming, guys. Biden is booming. I like that. Ich finde, Biden is booming ist eigentlich der treffendere Begriff. Biden is booming, guys. Wenn der nächste Step kommt, machst du wieder einen Short und dann passt die Sache wieder. Verstehst du? Was geht ab? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ultra geblendet. Ich kann gerade gar nichts sehen. Aber wir sind hier gerade bei so einem Aussichtspunkt, ja? Und ich muss mich jetzt... Alter, meine Augen, Digga. Junge, Junge, guckt euch mal die Aussicht an. Oh Mann, heute bin ich richtig gut drauf. Mach mich schick und zieh einen Hut auf. Ich wollte euch eigentlich noch meinen neuen Hairstyle zeigen. Aber jetzt bei dem Licht sieht man ja da überhaupt nichts. Vorhin wollte ich eigentlich noch weiter filmen, aber die Speicherkarte war einfach voll, so viel gevloggt die letzte Zeit. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Jo, liebe Leute, heute ein etwas kürzerer Vlog. Leider ist mir die Speicherkarte am Ende abgeschmiert, beziehungsweise was heißt abgeschmiert, sie war einfach voll. Ich glaube, ihr merkt auch schon hier, die Frisur und der Bart ist schon wieder länger geworden. Das heißt, der Vlog ist auch schon ein bisschen her, weil ich einfach in letzter Zeit unglaublich viel vlogge. Deswegen würde ich einfach sagen, liebe Leute, sehen wir uns einfach in 2 Tagen im nächsten Vlog, oder? So machen wir's. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, wir sehen uns.